Heute geht es um Adobe XD. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder um Adobe XD und zwar um einige neue Funktionen, die hinzugekommen sind, was Adobe XD jetzt für mich als Windows-User zum absoluten 9+Ultra im Screen-Design, Web-Design und App-Design macht. Also es gibt kein vergleichbares Tool, finde ich persönlich, was auf Windows diese Möglichkeiten bietet. Also ich komme damit super klar, bin deutlich schneller als beispielsweise mit Photoshop. Ich kann jetzt nicht zu Sketch sagen, allerdings sind diese neuen Funktionen, finde ich, eine absolute Bereicherung für das aktuelle Programm und deswegen werden wir uns die heute direkt mal ansehen. Also, los geht's! So, heute geht es um Adobe XD und zwar um die in Klammern finale Version, weil es wurde letzte Woche, also diese Woche mehr oder weniger, hinzugefügt als finale Version der CC oder als wirklicher Bestandteil. Es ist kein Beta mehr, es ist nicht mehr mit dem Beta-Tag definiert, wobei immer noch Sachen fehlen. Ich selbst habe in dem Forum diese Woche wieder zwei Sachen bewertet bzw. selbst einen zugeschrieben. Das empfehle ich auch jedem, der mit dem Tool arbeiten möchte. Schaut einfach mal im Adobe-Forum vorbei und sagt die Sachen, die ihr verändern wollt, die ihr euch wünscht, weil nur so kann Adobe das Programm verändern, so wie es sich gehört. Und zwar habe ich die beiden einzigen Sachen, die mir persönlich noch fehlen, sind einmal Radialverläufe. Das heißt, es gibt nur aktuell lineare Verläufe. Das ist zwar schon nicht schlecht, aber radiale Verläufe wären natürlich sehr wichtig. Und laut Adobe bzw. dem Forum sehe nicht nur ich das so, sondern noch viele andere. Außerdem wünschen sich viele, wenn man hier auf Text klickt und einfach Text hat, hat man ja hier dieses Standard-Textfeld, also die Bearbeitungsmöglichkeiten. Und hier fehlen einfach noch ein paar Funktionen, die ich gerne hätte. Beispielsweise, dass man Text unterstreichen kann, dass man den Abstand zwischen Wörtern verändern kann, nicht nur hier zwischen Buchstaben, weil im Prinzip wäre es nett, wenn man hier alle Einstellungsgrößen hätte, die man auch später im Web mit CSS hat. Das heißt, man braucht nicht so ein tiefgehendes Textbearbeitungsfeld wie jetzt in Photoshop, Illustrator oder InDesign, aber zumindest sollte man alle Möglichkeiten besitzen, die auch später im Web vorhanden sind, wie zum Beispiel Text zu unterstreichen, wie zum Beispiel Text permanent in groß zu schreiben oder permanent klein zu schreiben. Solche Sachen wären halt wirklich praktisch und sollten auf jeden Fall hinzugefügt werden. Aber ansonsten finde ich dieses Programm mittlerweile ziemlich perfekt und ja, deswegen geht es jetzt auch direkt los. Allerdings möchte ich euch noch eine Sache fragen, bevor es jetzt mit den beiden großen Erneuerungen losgeht. Und zwar würde ich sehr, sehr, sehr gerne einfach mal mit Adobe XD Design-Videos machen. Das heißt, wie gestaltet man ein Formular und dann nicht nur ein kleiner Frame, wie es aussieht, sondern wie sieht es aus, wenn Fehlermeldungen zu sehen sind? Wie sieht es aus, wenn es abgeschickt ist? Wie sieht es aus, wenn jemand das ausfüllt und so weiter? Das heißt, dass man das mal wirklich durchkonzipiert und nicht nur auf dieser kleinen oberen Ebene bleibt, sondern wirklich mal in die Tiefe geht. Ich würde liebend gern zu bestimmten Elementen, Menüs, für Slider, für Formulare und so weiter einfach solche Sachen mal machen. Aber nur, wenn ihr wirklich Lust darauf habt. Das heißt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dazu Lust hättet. Wie gesagt, ich würde es halt liebend gern mal machen. Aber genug geredet, jetzt geht's erstmal los mit dem eigentlichen Video. Auf geht's! So, das erste, was wir uns angucken, ist, sind Farben. Farben klingt jetzt erstmal nicht nach viel. Allerdings, wenn man hier unten auf dieses kleine Symbol-Icon klickt oder mit Steuerung, Umschalt, Y das Ganze austoggelt, was heißt, dass es hier erscheint, dann sehen wir hier, es gibt hier nicht mehr Symbole, sondern es gibt auch noch Zeichenformate und es gibt noch Farben. Und was heißt, ich kann jetzt mit Farben mehr machen als früher im Prinzip. Ich kann jetzt hier erstmal so ein Viereck ziehen. Aber ich ziehe nicht nur ein Viereck, ich ziehe 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vierecke. Also eine ganze Menge. Das Ganze ist auch ziemlich praktisch. Dazu schreibe ich hier jetzt aber auch noch sowas rein wie Hallo, hier gibt es weitere Infos. Punkt. So, was heißt, ich habe jetzt hier Text, ich kopiere diesen Text nochmal und sage hier einfach nur Hallo. So, mache das Ganze ein bisschen größer und das zusammen mache ich jetzt auch noch mit STRG K, beziehungsweise ihr klickt hier drauf und sagt als Symbol festlegen, als Symbol. Was heißt, ich habe jetzt hier, das kennen wir schon aus vergangenen Videos, haben wir hier Symbole und habe jetzt hier diverse Elemente auf dieser Seite. Und im Webdesign kommt es ja relativ häufig vor, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt gerne hier das Ganze verändern. Und zwar, ich mache das in meinem Orangeton. Ich könnte den jetzt auch eingeben, aber ich mache es einfach mal so. Und habe jetzt hier ein Viereck, den Rahmen blende ich aus. Und ja, das habe ich jetzt hier. Und wenn ich das jetzt mache, könnte ich früher im Prinzip einfach sagen, okay, ich will jetzt hier Orange hinzufügen, könnte diese ganzen Elemente auswählen. Und könnte dann, jetzt habe ich ein Symbol ausgewählt, deswegen geht es nicht mehr.
sondern könnt diese ganzen Elemente auswählen, könnt hier raufklicken und orange und okay, ich habe sie alle ausgewählt und verändert. Ist jetzt natürlich nicht viel Arbeit bei einigen Elementen, wie wir es hier jetzt sehen. Ist eine Menge Arbeit, wenn es auf einmal 100 Screens sind mit jeweils 50 bis 60 Elementen. Das wird interessant. Vor allem, wenn man hier in Symbolen ist, muss man Doppelklick machen und das hier drin verändern, damit es sich dann auch in dem Symbol verändert. Symbole sind halt so, dass ich die hier rausziehen kann einfach und wenn ich die hier drin verändere, dann verändert sich das überall. Das Ganze ist natürlich schon mal nicht schlecht und ist auch ganz praktisch. Allerdings echt umständlich, wenn ich viele Elemente gleichzeitig ändern möchte. Deswegen kann ich jetzt hier einfach draufklicken und sagen, ich möchte jetzt das hier abspeichern. Zack, ich habe jetzt hier eine Farbe kreiert im Prinzip. Und zwar, wenn ich eben der Maus rübergehe, sehe ich schon den Farbcode. Wenn ich hier draufklicke, kann ich den auch direkt rauskopieren. Extrem praktisches Feature. Dachte man an, also hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, nutzt man sehr häufig, sobald man anfängt, das Design umzusetzen und praktisch sich die Sachen da rauszuziehen. Da kann ich sagen, ich möchte das Ganze als Fläche anwenden, als Rahmen anwenden. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich sagen, hey, ich möchte das Ganze jetzt als Rahmen anwenden und wenn ich jetzt ranscrolle, dann seht ihr hier, ist der Rahmen praktisch vergeben. Aber das ist erstmal nicht so wichtig, sondern ich kann jetzt im Prinzip das Entscheidende machen. Ich kopiere, also ich markiere mir jetzt mal alle orangen Flächen, also diese fünf im Prinzip, und klicke hier oben drauf. Passiert erstmal nicht viel. Das Ding ist, ich habe diesen Elementen jetzt alle diese Farbmarke gegeben. Was heißt, das sind nicht einfach Farbfelder, wie ihr sie kennt, sondern das sind Farbfelder wie Farbmarken, wie zum Beispiel aus InDesign. Das Schöne ist, ich kann das jetzt verändern. Und zwar, wenn ich hier draufklicke und sage, ich möchte das Ganze bearbeiten, kriege ich hier ein typisches Bearbeitungsfeld und kann jetzt hier die Farben verändern. Und ihr seht ja schon, was das bedeutet. Und zwar kann ich die Farben bei allen Elementen verändern, die diese Farbmarke besitzen. Das heißt, ich kann jedem Element das zuweisen und es wunderbar einfach anpassen. Und das Schöne ist, ich kann das noch viel weiter sagen. Ich kann zum Beispiel hier unten jetzt sagen, der Text ist eigentlich schwarz. Ich kann jetzt aber sagen, hier, also nur das Wort hier bekommt die rote Farbmarke. Das heißt, ich habe jetzt praktisch nur diesem einen Wort die Farbmarke gegeben, kann jetzt hier draufklicken, kann das verändern und ihr seht, nur dieses eine Wort hier im Prinzip bekommt diese Farbe ja zugewiesen. Und warum das Ganze praktisch ist, ist natürlich ja ziemlich einfach erklärt. Man spart sich eine Menge Zeit beim Farbauswahl. Das gleiche geht natürlich auch bei Symbolen. Ich kann hier Doppelklick reinmachen, das Symbol bearbeiten, hier auf die Farbmarke drücken und habe das angepasst. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt die Farbe verändere, wird das auch in allen Symbolen verändert, ohne dass ich Doppelklick drauf machen muss auf jedes Symbol oder dass ich hier alle Symbole aktualisieren müsste. Was heißt, darüber kann ich wunderbar alle Farben gleichzeitig anpassen, eine Menge Zeit sparen, wenn zum Beispiel mal kommt, will ich jetzt diesen Blauton oder möchte ich jetzt nochmal drei andere Variationen der gesamten Webseite sehen und mit verschiedenen Blautönen. Das Ganze ist damit halt wirklich, wirklich innerhalb von 3 Sekunden machbar. Man ändert die Farbe, speichert es als neues Dokument ab. Kann es hier oben über das Prototypen-Tool veröffentlichen und der Kunde kann sich mehrere Variationen derselben Webseite angucken, innerhalb von 3 bis 4 Minuten alles erledigt und abgehakt. So, das nächste, was es gibt, ist Zeichenformate. Und zwar kann ich jetzt hier einfach zum Beispiel mal Hallo schreiben. Ich habe jetzt hier einfach ein ganz normales Wort hinzugefügt. Das Ganze kann ich jetzt hierüber verändern. Zum Beispiel kann ich sagen, ich laute, machen wir mal Roboto. Und ich sage, das Ganze ist Medium und zentriert. So, ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht. Dazu vielleicht noch, ist es einfach so ein helleres Blau. Das Schöne ist, wenn ich jetzt sage, okay, das ist vielleicht meine H1-Überschrift oder wir machen das mal ein bisschen realistischer und sagen, ja, fügen wir hier mal zu. Hier finden Sie mehr Informationen. Informationen, was heißt, wir sagen jetzt hier, okay, hier sind mehr Informationen, das ist jetzt unser normaler Text. Ich sage jetzt hier wieder Roboto, sage 16 Pixel, das ist so eine schöne Standardgröße und habe das hier hinzugefügt. Und jetzt habe ich natürlich so Standardtext auf einer Webseite nicht nur bei einem Element, sondern vielleicht bei 40 Elementen, 50 Elementen, 100 Elementen. Und ich möchte das jetzt auf alle anwenden. Dann kann ich das einfach abspeichern. Ich habe jetzt hier einfach Roboto, Regular 16 Pixel. Also 16 PT. Ich kann jetzt hier auch neue Sachen schreiben. Ich kann hier ganz viele Texte schreiben und ich kann die alle markieren und einfach auf Roboto drücken und es ist an alles Roboto. Das Schöne ist, wenn ich jetzt hier raufklicke auf Bearbeiten und das Ganze verändere, dann passe ich praktisch wieder. Oh, das hat nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? So. So, jetzt funktioniert es wieder. Ich kann praktisch jetzt alle Sachen verändern, wenn ich
alle Elemente diesem Schritt, also diesem Zeichenformat zugeordnet habe, kann ich sagen, okay, ich kann die Farben verändern, das ist schon mal ganz praktisch, aber vor allem, ich kann auch die Schrift verändern. Ich kann jetzt sagen, das ist eine Rockwell. Zack, und es ist eine andere Schrift und sie passt sich überall an. Und das Schöne ist, wenn ich später auf einer Webseite arbeite, kann ich so einfach 10, 20 Zeichenformate abspeichern für P-Tags, für zum Beispiel Links, für H1 bis H5 Überschriften. Für alles Mögliche kann ich unterschiedliche Elemente vergeben und habe die hier praktisch alle aufgelistet. Und das Schöne ist, man kann auch, wenn ich jetzt hier reinklicke und zum Beispiel auf das hier und ich scrolle jetzt mal runter und sage, das ist jetzt mal rot. Das heißt, dieses hier, was man hier hat, hat einfach jetzt eine andere Farbe. Ich klicke hier oben drauf und es ist ein anderes Zeichenformat. Was heißt, wir haben jetzt in einem Textelement zwei Zeichenformate. Ich kann dir zum Beispiel sagen, okay, dieses Rockwell hier ist jetzt bold. Das heißt, ihr habt gesehen, es hat sich nur das hier verändert. Der Rest ist gleich geblieben. Das gleiche gilt auch hier, wenn ich sage, das Ganze soll jetzt ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller werden, dann verändert sich weiterhin nur die Elemente, die auch das Zeichenformat besitzen. Was heißt, so könnt ihr euch ganz, ganz leicht ganz viele H1 bis H5 Überschriften und verschiedene Textschnitte und alles anlegen, ohne weiteres, und das Ganze unglaublich schnell nutzen und verändern. Und das Schöne ist, wenn hier später mit Farben gearbeitet wurde und Zeichenformaten, dann kann man einfach, wenn man zum Beispiel eine neue Webseite erstellt, die erste Amtshandlung dann machen. Man erstellt ein schönes, also zwei SAS-Elemente, nämlich einmal ein variables SAS-Element und ein Typografie-SAS-Element und überträgt plain diese Informationen aus den Zeichenformaten und aus den Farben in diese Dokumente und hat im Prinzip sein ganzes, ja, gestalterisches Tun schon erledigt und muss dann später praktisch nur noch mit Extended die Klassen erweitern, also die Elemente erweitern und zum Beispiel hinzufügen. Zum Beispiel sage ich, das ist jetzt normale Schrift, das speichere ich als ja, SAS Extended Element ab und füge es später dann einfach nur noch hinzu. Was heißt, damit kann man das schon deutlich vereinfachen und später deutlich schneller entwickeln. Und das sind im Prinzip diese beiden großen Features, die ich wahnsinnig praktisch finde und die für mich Adobe XD aktuell ungeschlagen machen, was das Zusammenspiel mit Adobe betrifft, beziehungsweise überhaupt Tools auf Windows. Natürlich muss man sagen, es gibt noch ein, zwei andere Tools, die extrem schön sind für Prototyping, für Design mit Prototyping zusammen. Allerdings sind das dann richtige, in Klammern, Teamworking, Riesen-Prototyping-Tools, die so viel Geld kosten, dass man sie als einfacher Freelancer beziehungsweise als kleine Agentur oder Student im Leben nicht bezahlen könnte, was Adobe XD aktuell in Windows zu einem Platzhirsch macht. Ich kann, wie gesagt, nicht zu Sketch sagen. Sketch kann dieselben Funktionen haben, das weiß ich leider nicht. Es ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal mit Sketch gearbeitet habe. Allerdings hat Sketch ja die Einstellung, Windows nicht zu unterstützen. Deswegen ist es kein Konkurrenzprodukt für Adobe XD auf Windows, auf Apple dann natürlich schon. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik, Anregungen für neue Videos habt, schreibt mir einfach auf Twitter, Facebook oder Instagram. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Außerdem, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort einen Amazon Affiliate Link, wo ihr mal einfach vorbeischauen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis bald. Ciao.